Kapitel 24. Und es geschah das Wort des Herrn zu mir im 9. Jahr, am 10. Tage des 10. Monats, und sprach: Du Menschenkind, schreib diesen Tag an, ja, eben diesen Tag, denn der König zu Babel hat sich eben an diesem Tage wieder Jerusalem belagert. Und gib dem ungehorsamen Volk ein Gleichnis und sprich zu ihnen, so spricht der Herr: Herr, setze einen Topf zu, setze zu und gieß Wasser hinein. Tu die Stücke zusammen darein, die hinein sollen, alle besten Stücke, die Lenden und Schultern, und fülle ihn mit den besten Knochenstücken. Nimm das Beste von der Erde und mache ein Feuer darunter, Knochenstücke zu kochen, und lass es getrost sieden und die Knochenstücke darin wohl kochen. Darum spricht der Herr: Herr, o der mörderischen Stadt, die ein solcher Topf ist, da der Rost daran klebt und nicht abgehen will. Tu ein Stück nach dem anderen heraus, und du darfst nicht darum losen, welches zuerst heraus soll. Denn ihr Blut ist darin, dass sie auf einen blossen Felsen und nicht auf die Erde verschüttet hat, da man's doch hätte mit Erde können zuschauen. Und ich habe auch darum sie lassen das Blut auf einen blossen Felsen schütten, dass es nicht zugeschaut würde, auf dass der Grimm über sie käme und es gerecht würde. Darum spricht der Herr: Herr, also, o du mörderische Stadt, welche ich will zu einem großen Feuer machen. Trage nur viel Holz her, zünde das Feuer an, dass das Fleisch gar werde, und würze es wohl, und die Knochenstücke sollen anbrennen. Lege auch den Topf leer auf die Glut, auf dass er heiß werde und sein Erz entbrenne, ob seine Unreinigkeit zerschmelzen und sein Rost abgehen wolle. Aber wie sehr er brennt, will sein Rost doch nicht abgehen, denn es ist zu viel des Rosts, er muss im Feuer zerschmelzen. Deine Unreinigkeit ist so verhärtet, dass, ob ich dich gleich reinigen wollte, dennoch du nicht willst dich reinigen lassen von deiner Unreinigkeit. Darum kannst du hinfort nicht wieder rein werden, bis mein Grimm sich an dir gekühlt habe. Ich, der Herr, habe es geredet. Es soll kommen, ich will's tun und nicht säumen, ich will nicht schonen noch mich reuen lassen, sondern sie sollen dich richten, wie du gelebt und getan hast, spricht der Herr, Herr. Und des Herrn Wort geschah zu mir und sprach: Du Menschenkind, siehe, ich will dir deine Augen Lust nehmen durch eine Plage, aber du sollst nicht klagen noch weinen noch eine Träne lassen. Heimlich magst du seufzen, aber keine Totenklage führen, sondern du sollst deinen Schmuck anlegen und deine Schuhe anziehen. Du sollst deinen Mund nicht verhüllen und nicht das Trauerbrot essen. Und da ich des Morgens früh zum Volk geredet hatte, starb mir am Abend mein Weib. Und ich tat des andern Morgens, wie mir befohlen war. Und das Volk sprach zu mir: Willst du uns nicht anzeigen, was uns das bedeutet, was du tust? Und ich sprach zu ihnen: Der Herr hat mir geredet und gesagt: Sage dem Hause Israel, dass der Herr, Herr spricht also, siehe, ich will mein Heiligtum, euren höchsten Trost, die Lust eurer Augen und eures Herzens Wunsch entheiligen, und euer Söhne und Töchter, die ihr verlassen musstet, werden durchs Schwert fallen. Und müsst tun, wie ich getan habe, euren Mund sollt ihr nicht verhüllen und das Trauerbrot nicht essen. Sondern sollt euren Schmuck auf euer Haupt setzen und eure Schuhe anziehen. Ihr werdet nicht klagen noch weinen, sondern über eure Sünden verschmachten und untereinander seufzen. Und soll also Jesekiel euch ein Wunderzeichen sein, das ihr tun müsst, wie ihr getan habt, wenn es nun kommen wird, damit ihr erfahrt, dass ich der Herr, Herr bin.
Und du, Menschenkind, zu der Zeit, wann ich wegnehmen werde von ihnen ihre Macht und ihren Trost, die Lust ihrer Augen und des Herzens Wunsch, ihre Söhne und Töchter. Ja, zur selben Zeit wird einer, so entronnen ist, zu dir kommen und dir's kundtun. Zur selben Zeit wird dein Mund aufgetan werden samt dem, der entronnen ist, dass du reden sollst und nicht mehr schweigen, denn du musst ihr Wunderzeichen sein, dass sie erfahren, ich sei ihr Herr.